Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Spellforce 3. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir können keine Einheiten. Wir haben keine Einheiten mehr. Und so ein Sippenfresser wird anscheinend bald hier spawnen. Und das kann nicht gut enden. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir da vorgehen, weil wir sind nur zu viert und der Sippenfresser dürfte sehr stark sein. Ich speichere hier bloß mal kurz, bloß zur Sicherheit. Und ja, jetzt warten wir mal, bis der spawnt, weil wir können, wie gesagt, nichts opfern. Verstanden. Und das ist das, was mich momentan, glaube ich, am schlimmsten nervt. Wie ihr wünscht. Weil ich hoffe, wenn wir da was opfern müssten. Korporal? Nee, das wäre auch nicht richtig, muss ich sagen. Aber mit manchen, na, aber ich weiß nicht, ob wir den besiegen können. Jedenfalls können wir ihn momentan, müssen wir erstmal abwarten, was passiert. Und ich hätte gerne meine Armee wieder. Wir können ja jederzeit wieder weg. Und ich hoffe, dass der uns nicht zu sehr folgt. Ansonsten haben wir noch ein größeres Problem. Nehmen wir den. So. Opfereinheiten um das Ritual. Tiaras Arte. Dieses Ding ist gigantisch. Tötet es! Gibt's. Verstanden. Geht's? Natürlich. Das ist meine Aufmerksamkeit. Wie kann ich zu Diensten sein? Wenn der jetzt halt hier herumspukt. Das klingt vernünftig. Da entlang? Gut. Oh oh. Und der macht nicht wirklich wenig Schaden. Das ist mein Hauptproblem. Korporal, neutralisieren. Verstanden. Ja. Ist das nicht so? Ist der vielleicht so einfach? Wie ihr wünscht. Alles klar. Was wünscht? Aber verstanden. Kann ich zu Diensten sein? Hier. Sprechen. Zurück. Mir fehlt Fokus. Ah, das ist. Verstanden. Bin gespannt, ob er uns weiter folgt. Wenn ja. Ja, der folgt uns. Und ich habe, glaube ich, eine. Okay, das ist jetzt nicht gut. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Ich verstehe. Weil ich weiß, wo Einheiten Sicher stehen. Doch. Dann kannst du euch ein paar Mal nochmal fragen, wo wir jetzt halt hingehen. Ich, und diesen Sippenfresser hier mal ein bisschen
die Stirn dann zu bieten. Ja. Angriff, verstanden. Das ist gut. Natürlich. Ah, nicht gut. Da entlang. Es kommt. Gut. Worum geht's? Komm, kleiner. Das ist gut. Guter Plan. Nicht zu den Zwergen. Weil er könnte auch ganz normal Gebäude angreifen. Und das würde ich jetzt nicht wirklich als Problem sehen. Können wir hier... Nein, hier kommen wir nicht runter. Weil wir gehen jetzt hier runter und ihr seht... Habe verstanden. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. In keinster Weise. Wo geht jetzt das? Ah, der ist hier. In Ordnung. Ich verstehe. Verstanden. Oh, wie ihr gut. Wünscht. Nein. Sicher doch. Was braucht ihr? Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Mitkommen. Kleines Ding. Ja. Weil wenn wir den so nicht kriegen, dann kriegen wir den anders. Bitte? Wie er befehlt. Okay, mitkommen. Ich werde es schnell machen. Alles hat ein Ende. Benötigt ihr es? Nee. Angriff, verstanden. Hm? Ich werde schnell sein. Angriff! Verstanden. Mitkommen. In Ordnung. Okay. Ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will. Verstanden. Natürlich, ihr verlangt. Was ist hier los? Ah, weil sich wahrscheinlich jetzt so viele Einheiten bewegt haben, dass... Es wird blutig. Alles klar. Da entlang? Gut. Nicht dahin. Ich werde es tun. Das wird schnell vorüber. Du gehst mir jetzt weg. Da, du hast hier nichts verloren. Brauchen auf jeden Fall einen Unterbrechungszauber. Wir haben doch ein paar Stille-Zauber. Okay, du gehst mir jetzt das Ding dahin. Einer unserer Helden wurde getötet. Oh nein. Du musst wiederbelebt werden. Okay. Dann werden wir hier wieder laden. Oh, super. Das war jetzt nicht so geplant. Wir hätten einen anderen Weg gehen müssen. So mitten durch die Schlucht, dass er uns da... Die Fialdag. Was? Dass der uns dahin gefolgt wäre. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen warten. Wir müssen halt irgendwie hier hinkommen.
weil sobald wir hier sind, dann dürften fast alle ihn angreifen, den Sippenfresser. Wir brauchen jetzt erst einmal hier noch einen Zauberspruch. Den da. Stille. Ich hoffe, der funktioniert auch bei dem Sippenfresser. Aber im Grunde genommen möchte ich jetzt halt wieder hier hingehen mit dem Sippenfresser. Weil wir dürfen hier wirklich fast keine Einheiten verlieren. Und wie ihr hier seht, die Truppen spawnen hier die ganze Zeit. Ich glaube, das ist der sinnvollste Weg. Kannst du nicht irgendwie... Dann... Oh. Tiaras Atem. Dieses Ding ist gigantisch. Tötet es! Jo, es ist mir wurscht, dass er da diesen Meteoritenhagel macht. Oder was auch immer das ist. Gegen Licht, gegen Eis ist er vor allem. Okay. Gehen wir hier runter. Feuer. Was haben wir hier? Diesen Licht. Diesen Zauberstab. Wir brauchen aber einen, der Eis macht, weil gegen Eis ist er recht empfindlich. Sagen wir es mal so. Zauberschwächen. Gut, das klingt vernünftig. Guter Plan. Okay, dieser stille Zauber funktioniert nicht ganz so. Also. Natürlich. Aber der reagiert jedenfalls ziemlich auf Truppen. Der will bloß versuchen, uns umzubringen. Okay, dann gehen wir hier so runter. Ich möchte nicht, dass der zu den Zwergen geht. Okay. Hammer. Hammer soweit und jetzt hat. Wie ihr wünscht. Müssten wir halt ein bisschen schauen, dass er uns nicht nochmal abhaut. Ich werde es schnell machen. In Ordnung, habe verstanden. Verstanden. Jetzt kommen noch. Wie ihr Truppen, verlangt. Alles gut. Angreifen. Ah, sehr gut. Der Unterbrechenzauber wirkt hier. Den Heilzauber kommt noch mal rein, dass der hier. Sie werden fallen. Hey. Okay. Hier. Unterbrechen, heilen. Kann ich zu Diensten sein. Blitz noch mal drauf. Gut. Mach mal das. Wie ihr wünscht. Ich werde schnell sein. Und zerbreche dringend. Ich
Schrecken aus der Tiefe. Na, sieh mal einer. Dämonische Essenz. Fragment des Phönix. Oh. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. War doch gut, dass wir ihn bekämpft haben. Aber okay. Jetzt reisen wir noch nach Mulandir. Geben das erste Fragment dort ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Immerlicht. Hierhin reisen. Jo. Ja, das ist ganz normal das, was sonst immer da steht, wenn man nach Mulandir gehen. Okay. Jetzt sind wir hier. Oh, jetzt können wir einige aufleveln. Jetzt können wir auch mit Rohan nochmal reden. Jana können wir nochmal reden, aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Bevor wir nochmal mit denen reden. Ah. Ah, jetzt können wir mit allen reden. Sprich mit Yria zu gehen, bevor ihr schlafe. Okay. Ich möchte jetzt halt erstmal hier runter. Hier aufrüsten. Auswählen. Wir könnten mal das bei ihm probieren. Das machen wir jetzt halt auch mal. Das haben wir jetzt auch. Und dann gehen wir mal bei ihm auf Stärke. Ja, Stärke. Auswählen. Und bei dir... Wollen wir hier runter? Immunity kann nicht von Negativen beeinträchtigt werden. Ist halt auch irgendwie cool. Das hier, der ist halt, glaube ich, direkt für Bosskämpfe, wenn wir richtig starke Gegner gegen uns haben. Machen wir den erstmal hier runter oder... gehen wir hier hin und hier runter. Das ist sinnvoller. Und... dann, was braucht man hier noch mehr Willenskraft? Ja, das ist Konstitution. Ich wollte Willenskraft. Okay. Jetzt gehen wir runter. Ja. Okay. Bis zum heutigen Tage sind die magischen und technologischen Errungenschaften der Former... ab zu Iskrin. Gehen wir noch der. Tu mal den ersten Nexus-Stein in. Hier rein. Dann bin ich gespannt, was passiert. Taha! Endlich! Habt ihr den Stein? Ja. Was jetzt? Wie können wir ihn mit dem Nexus verbinden? Nun, ich habe diesbezüglich eine kleine Untersuchung angestellt. Es sollte ganz einfach sein. Gib mir bitte mal kurz den Stein. Sicher. Danke. Dann wollen wir mal sehen. Das ist beeindruckend. Was zum Geier ist gerade passiert?
War das der Stein? Ja. Scheint, als sei unser Plan aufgegangen. Diese Steine sind in der Tat die Energiequellen des Nexus. Nicht Quellen, Taha. Sie sind lediglich Katalysatoren. Wie ich schon sagte, die Energie, die dieser Ort anzapft, kommt von woanders. Nun, zumindest wissen wir jetzt, warum die Former so mächtig waren. Wenn sie in der Lage waren, sich diese Kraft zunutze zu machen. Puh, ich hätte nicht ihr Feind sein wollen. Schmerz. Wie meinen? Diesen Ort wieder zu entzünden. Ich kann jetzt ihre Gedanken spüren. Zumindest einige davon. Die Gedanken der Former? Derer, die sich mit diesem Ort verbanden, ja. Sie haben ein Echo hinterlassen. Und was auch immer die Former damals ausgelöscht hat, es gab Schmerz. Grauenvollen Schmerz. Verstehe. Wie dem auch sei, noch sind wir kein Stück schlauer. Wir müssen unsere Geister mit dem Nexus verbinden, um das Lied zu entschlüsseln, richtig? Können wir das nun tun? Nein. Noch ist der Nexus nicht stark genug. Wie vermutet. Dann müssen wir wohl zuerst den zweiten Stein finden. Am besten, wir brechen umgehend nach Immerlicht auf und finden diesen Archäologen. Hoffen wir, dass er wirklich einen anderen Weg auf diese Insel kennt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.